Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live. Bei mir zu Gast ist jetzt die ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachs-Lehner. Grüß Gott. Schönen guten Abend. Ich starte natürlich gleich mal mit der Causa Prima Wien Energie. Da gibt es derzeit relativ viele Diskussionen und die primäre Frage ist, war das jetzt Spekulation oder war das nicht Spekulation? Sowohl das Unternehmen als auch die Wiener Stadtregierung sagen, das waren Geschäfte, die für Energieanbieter völlig normal sind. Und das ist einfach aufgrund dieses vergangenen Freitags komplett in die Hose gegangen. Wie sehen Sie das? Haben wir ein Problem, ein generelles Problem am Energiemarkt, das eigentlich alle Energieanbieter betrifft? Oder hat die Wiener Energie hier sich einfach verspekuliert? Naja, in meinen Augen steht außer Frage, dass wir hier durchaus sehr dubiose Vorgänge vor uns liegen haben, die wir auf alle Fälle genauer aufklären und hinterfragen müssen. Ja, natürlich, es gibt eine angespannte Situation am Energiemarkt, das steht außer Frage. Trotzdem ist das nichts, was jetzt überraschend oder plötzlich gekommen ist. Das hat doch die Wiener Energie schon seit einigen Monaten gewusst und auch von entsprechenden Herausforderungen gewusst. Und was sich natürlich schon noch zeigt, ist, dass es ausschließlich die Wiener Energie ist, wo es sich in diesen dramatischen Ereignissen äußert und alle anderen Energieversorger von diesen Problemen nicht betroffen sind. Das haben ja alle Energieversorger diese Woche auch noch einmal bestätigt. Insofern halte ich das für eine ziemliche Augenauswischerei seitens der Stadtregierung, hier jetzt auf diese Probleme zu verweisen. Wobei Pamela Rendi-Wagner hat gerade Anfang der Woche gesagt, sie hat Informationen, wonach auch andere Energieversorger in den nächsten Wochen und Monaten Probleme bekommen sollen. Ich halte das ehrlicherweise für eine ziemlich dreiste Aussage der SPÖ-Parteivorsitzenden, so etwas zu behaupten, nur um vom eigenen Skandal abzulenken. Es hat mittlerweile ja sowohl der Verbund und andere Energieversorger das alles dementiert, als auch, ich glaube, es haben sich mittlerweile auch einige Experten dazu zu Wort gemeldet, die ebenfalls bestätigt haben, dass die Aussagen der SPÖ-Vorsitzenden de facto nichts anderes als eine Lüge sind. Was ist denn Ihrer Meinung nach bei der Wiener Energie dann schiefgelaufen? Was haben die falsch gemacht? Naja, offensichtlich handelt es sich in erster Linie um ein fatales Managementversagen. Wenn man sich anschaut, wie die ganze Chronologie der letzten Tage vonstatten gegangen ist, dass man sich hier im Zuge des Wochenendes bei der Bundesregierung meldet und sagt, wir brauchen bis Montag 2 Milliarden Euro. Das ist doch wirklich ein sehr seltsames Vorgehen. Auch, dass sich die Wiener Stadtregierung, sowohl der Finanzstadtrat als auch der Wiener Bürgermeister zuerst tagelang entschuldigen lassen, selbst dazu nicht Stellung nehmen, auch an keinem Verhandlungstisch selbst Platz nehmen. Das ist nicht gerade vertrauenserweckend. Und was tatsächlich genau vor sich gegangen ist, wie es zu diesem massiven Problem und auch zu diesen dramatischen Ereignissen kommen konnte, wird man auch in den nächsten Wochen aufklären müssen. Es ist ja nach wie vor der Fall, dass wir bis dato nicht genau wissen, in welchen Dimensionen oder in welchen Größenordnungen sich das Ganze bewegt. Wir waren die letzten Tage auch immer wieder mit unterschiedlichen Zahlen seitens der Wiener Stadtregierung konfrontiert. Und das ist ja auch eine Bedingung seitens der Bundesregierung und des Finanzministeriums gewesen, dass hier in den nächsten Wochen auf alle Fälle alles aufgeklärt werden muss. Sie sitzen ja selber auch im Wiener Gemeinderat. Was passiert da jetzt an unter Anführungszeichen Aufklärungsarbeit? Es soll ja, glaube ich, auch eine Sondersitzung geben, wo das Thema thematisiert wird. Der Stadtrechnungshof wird eingeschaltet. Was muss da noch Ihrer Meinung nach passieren? Ja, also es werden jetzt auf alle Fälle alle möglichen parlamentarischen Mittel diskutiert, die hier schlagend werden können und auch müssen in meinen Augen, angefangen eben von einer intensiven Auseinandersetzung mit diesem Thema im Finanzausschuss bis hin zu einer Sondersitzung, bis hin natürlich auch zu einer U-Kommission, die diskutiert wird. Also ich glaube, da müssen wir schon alle Mittel der Aufklärung und der Transparenz ausschöpfen. Wir wissen ja mittlerweile auch, dass der Bürgermeister und die Stadtregierung bereits Millionen bzw. sogar Milliarden zugeschossen haben oder an Garantien abgegeben haben in den letzten Monaten und das alles am Gemeinderat vorbei, also jede parlamentarische Kontrolle hier außer Acht gelassen haben. Und auch das ist in meinen Augen nicht wirklich vertrauenserweckend und zeugt von einem Missmanagement seitens der Stadtregierung. Weil Sie das jetzt angesprochen haben, da beruft sich ja der Bürgermeister auf diese Notverordnung, die ihm das ermöglicht. Ich glaube, 700 Millionen waren das, um genau zu sein, die da im Juli am Gemeinderat vorbei freigegeben wurden. Und er hat gesagt, er hätte den Stadtsenat und den Gemeinderat ohnehin in der nächsten Sitzung darüber informiert. Also auch das ist in meinen Augen ein sehr fadenscheiniges Argument, denn in der Stadtverfassung ist klar festgeschrieben, dass
unverzüglich darüber zu informieren ist, und unverzüglich ist in meinen Augen schon ein sehr klares Vokabular. Die Ausrede, es sei sozusagen Sommer gewesen und man hätte das in der nächsten Sitzung getan, auch das lasse ich in diesem Fall überhaupt nicht gelten, weil wir sind alle dazu gewählt, um unsere Pflichten und Aufgaben wahrzunehmen, und das geht auch im Sommer, auch im Hochsommer. Auch der Nationalrat kann zu einer Sondersitzung zusammenkommen, dann wird das im Wiener Gemeinderat wohl auch möglich sein. Was sollte jetzt auf politischer Ebene Ihrer Meinung nach passieren? Müsste der zuständige Stadtrat und der Bürgermeister zurücktreten? Nein, ich glaube, in erster Linie müssen Sie sich mal erklären, wie es dazu kommen konnte, und auch massiv an der Aufklärung und an der notwendigen Transparenz mithelfen. Ich halte auch nichts von diesen Ausflüchten, die jetzt seitens der Sozialdemokratie auch immer wieder kommen, wo man versucht, das Problem von sich zu schieben, also ganz klar eine Kindsverlegung eigentlich zu betreiben, indem man jeden anderen für dieses Problem versucht, in die Verantwortung zu ziehen, nur sich selbst nicht. Und ich muss da auch auf den anderen Koalitionspartner in Wien zu sprechen kommen, auf die NEOS, die ja selbst zuerst von sich behauptet haben, sie hätten davon nichts gewusst. Mittlerweile sagt die SPÖ, sie wurden informiert. Also Fakt ist auf alle Fälle, irgendwer lügt. Und es stellt sich schon die Frage, erstens, wie die Kommunikation in dieser Koalition hier in Wien funktioniert und auch inwieweit hier die NEOS ihre Rolle als Koalitionspartner auch tatsächlich ernst nehmen. Denn gerade Sie sind die Partei, die für mehr Kontrolle und Transparenz angetreten sind, und jetzt sehen wir derartige Vorgänge in der Stadt Wien. Also das ist in meinen Augen schon wirklich mehr als erschreckend. Ja, die SPÖ wirft Ihnen, der ÖVP, ja vor, dass Sie jetzt politisches Kleingeld aus dieser Causa schlagen wollen. Es gibt auch ein Mail von der ÖVP, das auf Twitter auch für viel Aufregung gesorgt hat. Versuchen Sie das jetzt parteipolitisch zu instrumentalisieren, diese Causa? Also das ist eine wirklich sehr dreiste Aussage seitens der SPÖ, meiner Meinung nach. Es ist immerhin die Wiener Stadtregierung und somit auch die SPÖ gewesen, die sich nervös und sehr überhastet an uns gewendet hat mit der Bitte, hier zu helfen, die innerhalb von 24 Stunden de facto Milliarden an Steuergeld, an Sicherheiten, Garantien, wie auch immer, haben wollten, die nicht garantieren konnten, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist für 2 Millionen Kunden. Und dann sozusagen zu sagen, wir würden daraus politisches Kleingeld machen, das ist in meinen Augen de facto einfach nur absurd. Aber hätten Sie diese Causa auch so ausgeschlachtet, wenn es ein Energieversorger aus einem ÖVP-Bundesland gewesen wäre? Ganz ehrlich? Also in erster Linie geht es immer darum, ist die Versorgungssicherheit gewährleistet und wird mit Steuergeld ordentlich umgegangen. Und das gilt für jedes Bundesland, egal von welcher Partei es regiert wird. Und da ist natürlich klar, dass wir mit dieser Causa in jedem Fall genauso umgegangen wären. Dass es jetzt für die Stadt Wien natürlich unangenehm ist, sich mit all diesen Fragen konfrontiert zu sehen und hier für Aufklärung sorgen zu müssen, okay, das mag sein, aber damit war ehrlicherweise zu rechnen, wenn man derart agiert. Herr Bürgermeister Ludwig meinte, es ist ein völlig normaler Vorgang, wenn sich ein Bundesland von der Bundesfinanzierungsagentur Sicherheiten holt. Also erstens ist so ein Vorgang bis dato einmalig gewesen in unserer Republik. Es gibt keine vergleichbaren Ereignisse der letzten Jahre und Jahrzehnte, die man irgendwie damit messen kann. Und ich würde schon noch sagen, dass außer Frage steht, dass die Vorgangsweise und wie das alles vonstatten gegangen ist, wirklich mehr als dubios und mehr als aufklärungswürdig ist. Einerseits das Verhalten der Stadtregierung, auch das Verhalten der Wien Energie in dieser Frage und natürlich auch eine Frage, die man da unbedingt aufklären muss, ist, wie es überhaupt so weit dazu kommen konnte, dass die Lage dann sich derart zuspitzt und derart dramatisch wird. Aber als neutraler Beobachter bekommt man ein bisschen das Gefühl, dieser Spalt zwischen SPÖ und ÖVP, der ja während Corona schon teilweise recht groß war, Stichwort Schließung der Bundesgärten, der ist jetzt so tief überhaupt noch nie in den letzten Tagen. Stimmt das? Also ich glaube ganz ehrlich, es geht überhaupt nicht um irgendeinen parteipolitischen Streit oder irgendeinen Spalt, der durch irgendwelche Parteien geht. Am Ende des Tages stellt sich einfach die Frage, wie konnte das passieren? Wir wissen seit vergangenen Skandalen schon, dass die SPÖ offensichtlich ein Problem hat, ordentlich zu wirtschaften. Es ist nicht der erste SPÖ-Skandal, wo es nach Spekulation
ausschaut und wo man sich anschauen muss, wie es denn dazu kommen konnte. Aber das ist nichts, was irgendwie parteipolitisches Geplänkel ist, sondern das ist ja eine extrem ernste und besorgniserregende Situation, wenn man auf einmal hört, dass möglicherweise die Versorgungssicherheit von 2 Millionen Kunden gefährdet ist. Und es ist natürlich klar, dass die Bundesregierung dann auch dementsprechend handeln musste. Ich würde noch gerne zu einem weiteren Thema kommen. In fast allen aktuellen Umfragen ist die ÖVP derzeit deutlich hinter der SPÖ, teilweise sogar hinter der FPÖ. Was läuft denn da schief oder ist dieser Trend Ihrer Meinung nach überhaupt noch umkehrbar? Weil viele politische Beobachter sagen, der Abstand ist so groß, das kann die ÖVP überhaupt nicht mehr drehen. Naja, Sie wissen genauso gut wie ich, dass Umfragen mal nach oben und mal nach unten gehen. Vor einigen Monaten haben die Umfragen noch ganz anders ausgesehen. Das heißt, sie können in ein paar Wochen und Monaten auch wieder sich in eine andere Richtung verändern. Es ist natürlich klar, dass für uns die aktuellen Umfragen auch nicht zufriedenstellend sind. Wir stellen natürlich den Anspruch, dass wir auch bei der nächsten Wahl die Nummer 1 sind, genauso wie bei den letzten beiden Wahlen. Das ist auch das Ziel für die kommenden Monate, dass wir uns einfach auf die inhaltliche Arbeit fokussieren, was auch unsere Aufgabe ist. Ist, dass wir für die Menschen arbeiten. Und dann bin ich auch sehr zuversichtlich, dass die Umfragen auch wieder nach oben gehen werden. Eine Wahl, die jetzt vor der Tür steht, das ist die Landtagswahl in Tirol. Auch da gibt es viele Umfragen, die zumindest alle das gleiche Bild haben, nämlich dass die ÖVP sehr stark verlieren wird. Mit welchem Ergebnis in Tirol wären Sie denn eigentlich zufrieden? Also ich halte nichts davon, mich vor einer Wahl schon auf irgendwelche Zahlen festzulegen. Was aber für mich außer Frage steht, ist, dass wir in Tirol ein sehr gut aufgestelltes Team haben, einen hervorragenden Spitzenkandidaten, eine sehr gut aufgestellte Landespartei, die auch professionell Wahlkämpfe führen kann. Das hat sie in der Vergangenheit schon bewiesen und das wird sie sicher auch bei dieser Wahl. Und deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass wir auch da ein solides Ergebnis haben werden. Solide heißt zumindest ein Dreier vorne oder ein Vierer? Wie gesagt, keine Festlegung auf irgendwelche Zahlen. Das ist in meinen Augen nur unseriös, wenn man das in der Politik macht. Aber wie gesagt, ich glaube, es wird ein solides und gutes Ergebnis werden am Ende. Wie groß ist denn derzeit der Druck aus den Bundesländern auf die Bundespartei? Wir haben in der Partei, in der Volkspartei, eine sehr gute Stimmung. Wir spüren eine große Geschlossenheit. Ich weiß, das wollen viele Journalisten, wenn sie mich danach fragen, nicht immer hören, aber es ist tatsächlich so. Ich habe die letzten Wochen viel unterwegs sein dürfen, auch im Zuge unserer Sommertour. Und da muss man sagen, ist die Stimmung sehr, sehr gut. Nicht nur sozusagen auf Landesebene, auch sozusagen in unseren Gemeinden und in den Bezirken, wenn man mit Bürgermeistern spricht. Es steht natürlich außer Frage, dass wir alle gemeinsam einige Krisen zu bewältigen haben, die uns sicher auch in den kommenden Wochen und Monaten beschäftigen werden. Aber das ändert nichts daran, dass die Stimmung in der Volkspartei sehr gut ist. Ich würde noch gern zum Thema Teuerung kommen. Da wird seit heute jetzt wirklich an alle auch dieser Teuerungsbonus ausbezahlt. 500 Euro pro Person, 250 Euro pro Kind. Reicht das oder braucht es hier weitere Unterstützung in Ihrer Meinung nach? Also ja, ich bin sehr froh, dass jetzt die Maßnahmen zur Auszahlung kommen. Wir haben ja jetzt die letzten Wochen schon die zusätzliche Familienbeihilfe ausgezahlt an alle Familien in diesem Land. Jetzt gibt es weitere Maßnahmen, die ausbezahlt werden, die die Menschen dann in wenigen Tagen tatsächlich auf ihrem Konto finden werden. Ich glaube, das zeigt, dass wir in der Bundesregierung das Thema sehr, sehr ernst nehmen und auch wirklich viel tun und viel Geld in die Hand nehmen, um die Menschen im Kampf gegen die Teuerungen zu unterstützen. Aber ja, es steht außer Frage, dass das eine Situation ist, die wir weiter beobachten müssen und die uns auch weiter fordern wird. Es wird ja gerade auch ein Modell einer Strompreisbremse ausgearbeitet, die in den nächsten Tagen präsentiert wird, die dann auch für weitere Entlastung sorgen wird. Was auffällig war, dass Sie in den letzten Wochen immer sehr scharf mit Ihrem Koalitionspartner, mit den Grünen, umgegangen sind, beim Thema Asyl, bei der Frauenpolitik. Ist das Koalitionsklima da erkaltet in den letzten Wochen? Also wir haben in der Koalition eine sehr gute Zusammenarbeit. Wir bekommen inhaltlich sehr, sehr viel weiter. Ich glaube, das sieht man auch in den letzten Wochen, dass wir viel gemeinsam mit den Grünen auf den Weg gebracht haben. Das steht außer Frage. Aber ja, natürlich, es ist meine Aufgabe auch als Generalsekretärin darauf hinzuweisen, was Themen sind, die uns als Volkspartei weiterhin wichtig sind. Auch den Koalitionspartner an das zu erinnern, was wir im Regierungsprogramm vereinbart haben. Und natürlich auch uns als Volkspartei von anderen Parteien abzugrenzen. Das ist mein Job als Generalsekretärin und den versuche ich bestmöglich wahrzunehmen. Aber das heißt, beim Thema Asyl sehen Sie da derzeit bei den Grünen ein Abweichen vom Koalitionsabkommen oder wie?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Allerdings sehen wir, dass das Thema Asyl uns aktuell wieder sehr, sehr stark fordert. Wir wissen ja, dass wir mittlerweile schon 42.000 Asylanträge im heurigen Jahr bis dato hatten, was wirklich ein massiver Anstieg im Vergleich zum Vorjahr ist und für uns natürlich auch ein deutliches Warnsignal ist. Und da sehen wir, dass wir im Regierungsprogramm einige Punkte vereinbart haben, wie zum Beispiel die Evaluierung von Asylzentren in Drittstaaten, wo dann eben Menschen auf ihren positiven oder negativen Asylbescheid warten. Eine Forderung, die für uns als Volkspartei sehr, sehr wichtig ist. Das ist unter anderem ein Punkt, den wir im Koalitionsprogramm vereinbart haben. Nicht der einzige, aber einer der zentralen. Und da plädiere ich schon dafür, dass wir diese Debatten und diese Maßnahmen jetzt auch diskutieren und dann versuchen, in Umsetzung zu bringen. Die Justizministerin hat ja im Rahmen des Falls Tina sehr scharfe Kritik auch am Innenminister geübt. Ihrer Meinung nach, was ist da schiefgelaufen bei diesem Fall Tina? Also wir sehen ganz klar, dass es damals eine juristische Einschätzung gab, die eben gelautet hat, dass das ein Vorgang war, der rechtlich vollkommen in Ordnung war. Jetzt gibt es ein anderes juristisches Urteil, das ist natürlich zu akzeptieren, so wie das immer der Fall ist. Das ändert aber nichts daran, dass fremdenrechtliche Entscheidungen, wenn sie da sind, natürlich vollzogen werden müssen, genauso wie es damals der Fall war. Das ist der Sinn eines Rechtsstaates und das werden wir natürlich auch in Zukunft zur Hand haben. Aber war es ein Fehler damals, dieses 12-jährige Mädchen abzuschieben? Es gab damals ein ganz klares juristisches Urteil bzw. einen juristischen Stand, dass das so zu vollziehen ist. Und insofern hat man das natürlich auch so getan. Ja? Und ganz zum Abschluss noch zur Bundespräsidentenwahl. Warum gibt die ÖVP eigentlich keine Wahlempfehlung ab für einen der Kandidaten? Wir haben immer schon vor ein paar Monaten gesagt, dass es in unseren Augen keine Notwendigkeit gibt, als Partei eine Wahlempfehlung abzugeben, weil jeder Wähler und jede Wählerin mündig genug ist, sich selbst ein Bild zu machen. Ich halte das auch für die absolut richtige Entscheidung und das werden wir auch in den kommenden Wochen so weiter fortführen. Wen werden Sie wählen? Auch ich gebe keine persönliche Wahlempfehlung ab und sage auch nicht, wenn ich wählen werde, weil jeder kann das für sich selbst entscheiden und kann sich da auch selbst ein Bild von jedem Kandidaten machen. Dann lassen Sie mich es anders fragen. Sind Sie mit der Amtsführung von Alexander Van der Bellen zufrieden? Alexander Van der Bellen hat auf alle Fälle in den letzten Jahren einen guten Job gemacht. Wir haben als Volkspartei und in der Bundesregierung auch gut mit ihm zusammengearbeitet. Aber wie gesagt, ich halte nichts davon, jetzt einige Wochen vor der Bundespräsidentschaft zwei Wahlempfehlungen abzugeben. Frau Zaxlin, vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter hier auf OE24 TV.